Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 5 von Vertical Drop Heroes HD. Auch unser Held Smokefinger, der Zweite, kann die Prophezeiung nicht erfüllen. Er ist doch nicht der genannte Held in der epischen Geschichte. Er ist doch nur einer von denen, die tot waren. Ja, oder die gestorben sind. Aber hier ist direkt Smokefinger 3. Vielleicht war er ja der Held. Ja, wen haben wir hier noch? Der macht ein bisschen mehr Schaden, hat ein bisschen weniger Leben. Der Crimson Clave. Der hier ähnlich, der hat Stampf. Oh, der hat noch Schlitzohr dabei. Ja gut, das ist natürlich schon wichtig, dass wir Schlitzohr noch mit drin haben. Jetzt nur die Frage, Pfeil oder Stampfen? Stampfen, oder? Smokefinger, der Dritte. Und jetzt holen wir uns mal ein bisschen Leben mit, würde ich sagen, oder? Dass wir da mal ein bisschen mehr aushalten. Kann ja auch nicht schaden. Und vielleicht ist er der angesprochene Held. Gebe deine Münzen klug aus. Manchmal ist es besser, Gold übrig zu haben, um zukünftige Helden zu verbessern. Das war eigentlich meine Theorie. Ja, aber irgendwie glaubt die nicht immer so ganz, wie ich das gerne hätte. So, oh, das war's schon. Egal, wir geben Gas. Pazifist braucht man nicht. Heiligtum der Schatten. Ja, aktiviere dieses Heiligtum. Gebe Münzen, um dein LP voll wiederherzustellen. Bekomme 3 maximale LP für den Rest dieser Runde. 5 GP, jo, machen wir dann, oder? Ja, HP Increase, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Warum nicht? Das Gold holen wir uns ja ganz schnell wieder rein. Das kann nur schaden. Ja, und ich bin im letzten Part dann doch aus Leichtsinn eigentlich gestorben. Ich hatte recht, ich habe gar nicht so viel Leben verloren. Problem war einfach nur, dass ich halt in zu viele Gegner reingerannt bin. Ja, also, jo. Ich habe ja schon gesagt, oh, ich habe so viel Leben, hab da gar kein Problem und so weiter. Ja, wie gesagt, ich dürfen nicht in die Gegner reinrennen, in so viele. Die haben mir dann immer alle ziemlich wenig Schaden gemacht, aber 3, 4, 5 mal 3 oder 4 Schaden ist halt immer noch viel. Ja, erwerbe diese neue Kraft für zukünftige Helden. Midas Berührung. Erschaffe 10 goldene Hände, welche sich in einem Ring ausbreiten und Münzen erstellen, wenn sie Gegner berühren. Die Hände verwandeln auch normale Blöcke in unstabile goldene Blöcke. Oh, das ist ja mal geil, oder? Die will ich haben, die Fähigkeit. Die klingt irgendwie geil. So, da haben wir wieder so eine Situation. Viele kleine Gegner, die wir aber doch recht locker umgehauen haben. Ja, vom Schaden her sieht das so langsam ja auch mal sinnvoll aus. Jetzt läuft der Laden doch. Jetzt bin ich nicht so sinnlos unterwegs. Warum bekomme ich jetzt eigentlich von denen so wenig Schaden? Das wundert mich schon. Weil wir sind jetzt auch Level 3, aber... Ich habe ja vorher viel mehr Schaden von denen bekommen. Oder ist das im ersten Level immer schon so gewesen, dass ich nicht so viel Schaden genommen habe? Keine Ahnung. Irgendwie sind wir stärker geworden. Irgendwas ist besser geworden. Weil vom Gesamtlevel her, der wird ja nicht betrachtet. Jeder Held levelt ja neu auf. Egal, wir holen noch einen Held hier mit und laufen Amok. So, gebt alle Gas. Yay, Wahnsinn. Und können noch einen Alarm hier auslösen. Selbst der Boss macht uns nicht mehr so viel. Jo, bam, gehen wir einfach durch. Oh nein, nicht schon wieder meine Sache mit den... Ah gut, okay. Mit zu vielen Leuten anlegen, aber das klappt. Dodge hilft halt auch richtig stark. GP, jawohl, ziemlich viel Gold. Jetzt könnten wir Midas Berührung auch kaufen, wenn ich da nach oben käme, komme, wie auch immer. Was ist das hier? Also die Fähigkeiten wiederherstellen. Jo, brauchen wir noch nicht. Wir gehen nach oben und wollen Midas Berührung. So, da können wir noch einen Held holen. Das ist jetzt eigentlich Käse, glaube ich. So, bam. Was kann das hier? Heiligtum des Blutes. Aktiviere dieses Heiligtum und gebe Münzen, um einmal maximalen Schaden für den Rest dieser Runde zu kriegen. Einmal maximalen Schaden für Rest... Keiner... Soll man das mal machen? Ach so, ja. Der maximale Schaden wurde um 1 erhöht. Ich habe oben drauf geachtet. Jo, das ist ja in Ordnung. Kann man machen. So, vom Gold her ging das ja auch. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich zu der Händlerin da komme. Midas Berührung, da unten ist sie ja schon. Sehr schön. Gehen wir mal hin. Ui, was hast du hier Schönes? 4 Feinde. Jo, können wir machen. Kommt her, Feinde, und sterbt. Ui. Ich könnte den Quatsch... Nee, ich wollte gerade stampfen. Aber nee, das machen wir lieber mal nicht. So, kaufen wir uns Midas Berührung. Ui. You have unlocked Midas Berührung. For all future heroes erschafft 12 goldene Hände, welche sich in einem Ring ausbreiten und für Münzen erstellen. Wenn sie Gegner berühren, die Hände verwandeln auch normale Blöcke in unstabile goldene Blöcke. Jo, das brauchen wir dringend. Das könnte nämlich echt richtig helfen. Ich glaube, das ist eine richtig wertvolle Eigenschaft. Da kann man sich eigentlich schön hochskillen. So. Alarm auslösen? Hä?
Hä? Warum geht das nicht? Müsste doch eigentlich einen Alarm auslösen, oder? Habe ich da was verrafft? Achso, das war schon ausgelöst, weil er rot war schon, oder was? Genau, so rum war's. Okay, geh mal weiter, würde ich sagen. Läuft doch eigentlich ganz gut, volles Leben. Was ist da? Kobold-Spaß. Kugeln ausweichen macht sehr viel. Was? Spaß. Der Kobold-Mesh hat eine verdammt große Kanone. Merkwürdige Statue. Kugeln ausweichen macht sie. Achso, das steht hier immer. Achso, okay. Alles klar, danke. So. Und dann rennen wir mal weiter und holen uns hier noch ein bisschen Goldpunkte und so weiter mit. Also die Fähigkeit, die wir jetzt erworben haben, ist natürlich direkt schon mal hilfreich. Jetzt haben wir noch einen Alarm ausgelöst. Level, also Lebenspunkte sieht auch gut aus. Schaden sieht auch mal halbwegs manierlich aus. Und da ist irgendein Rabe. Rabe stirb. Was macht der? Schwarzer Rabe. Der macht eigentlich jetzt nicht so viel Schaden oder sowas. Das kann eigentlich nicht der springende Punkt sein. Ja, wir müssen eigentlich gucken, dass wir die Gegner immer one-hitten. Alles andere ist nervig. Wenn die sich rumdrehen und dann wieder angelaufen kommen, ist schon ein bisschen blöd. So, hier Gesundheit, maximale LP für 18 Gold. Jo. Wir versuchen jetzt mal weiterzukommen. So, und Schlüssel öffnen. Sehr schön, da kriegen wir wieder Goldpunkte zurück. Hat sich doch gelohnt. So, genau, Alarm auslösen und Damage machen. War so mein Plan eigentlich. Scheiße. Alter, ist das so witzig. Ist aber echt cool gemacht. Was soll das eigentlich mit dem Totenschädel da? Nix, dass ich sterbe. Klasse. Was mache ich denn da? Nein. Oh, nee, das ist doch jetzt nicht wahr. Ah, okay. Heiltrank. 6 Leben ist ein bisschen wenig. XP bräuchte ich noch richtig viel, um aufzusteigen. Das ist natürlich auch doof. Schlitzohr haben wir noch und Stampfen. Ich würde sagen, wir stampfen mal um die Wette. Ui. Und nochmal. Macht nämlich Schaden und so weiter. Genau. Sehr geil. Ja, sind wir doch ein bisschen zurück im Edge. Nein, Alarm. Was soll das mit dem Raben da? Das verstehe ich nicht so ganz. Was macht der? Entzieht der mir irgendwas oder so? Komm, mach, töte ihn. Ein Charge. So, ein Charge ist gut. Dann stampfen wir nämlich mal. Ui, und stampfen wieder. Fall runter. Nein, der fällt nicht runter. Aber wir können einen Helden freischalten, der uns ein Schutzschild gibt. Sehr geil. Und wir sind irgendwie voll aufgeladen und so weiter. Danke, Schutzschild. Und dann geben wir Gas. Rabe stirbt. Aber nerv nicht rum. Nicht nerven. So. Hey. 4 Edelsteine und Gegner, jo. Und wir haben ja halbwegs ein Schutzschild. Halbwegs? Hallo? Alter, was ist denn los hier? So, 53 Leben. Irgendwie. Was geht denn hier unten ab? Was ist denn mit dem? Ach, das ist der. Oh. Was ist denn mit dem? Spinnt der? Hallo? Was kann ich machen? Was kann ich machen? Klone. Klone hilft. Hilft. Helft. Macht irgendwas. Oh Gott, was ist denn das jetzt? Das ist nicht wahr. Scheiße, ey. Wir haben ein Problem. Ein mittelschweres. So, ich habe keine Klone mehr. Doch, ich habe noch Klone. Danke, Klone. Jawohl. Haben wir es doch geschafft. Sehr geil. Irgendwie halt. Würde ich sagen, gehen wir auch wieder hier nach oben. Ich muss noch Level und Dingens mitnehmen. Gut, ich könnte natürlich jetzt immer in Level 2 starten, wenn ich mal die 100 Gold da ausgeben würde. Was soll das mit den Raben da? Klaut der mir irgendwas? Die klauen doch normalerweise immer in den Spielen irgendwas, irgendwem. So, Alarm ausgelöst. Ui. So, nein, nicht nerven. Oh, der Schaden stimmt einfach nicht. Oder ich bin so doof. Keine Ahnung. Da wäre wieder eine Falle. Jo, Rabe. Ja, der ist einfach nur schnell und nervt. Oh, jetzt falle ich ein bisschen weit runter. Okay. So, stirb. Ui. Ich könnte wieder nach oben gehen. Nö, nö, das ist mir jetzt zu blöd. Ich würde sagen, wir gehen in Level 3, oder? Help me! Help me! Jawohl, aufgestiegen. Was machen wir jetzt? 14 bis 28 Schaden. Ja, Schaden aufleveln macht, glaube ich, echt richtig Sinn. Komm her, Rabe. Ach, egal, wir gehen mal weiter. Level 3, endlose Wüste. Was? Werde nicht wütend, rast nicht aus, deine Fähigkeiten sind für diesen Abschnitt vertauscht. Jo, so ist das. Kriege ich hier mehr XP und Goldpunkte, weil ich mich jetzt in einem höheren Level bewege? Keine Ahnung. Könnte sein. Kann auch nicht sein. Oh, was ist das? Gefällt es mir aber gar nicht. Spezialgegner vielleicht? Oh ja, Feuerwichtel. Ja, geht aber. So steht er eigentlich gut. Ja, genau, macht eine Attacke. Dann kann ich immer so hochspringen. Komm mal. Ist schon mies, ich weiß. Aber Feuerwichtel nervt ja auch. 210 Leben. Hallo? Wollen die mich verarschen? Ein böses Monster weniger. Okay, du das sagst. Und XP und was weiß ich.
Jo, Schlüssel haben wir eigentlich genug. Helden wären cool. Was mit dem da hinten? Ist das ein Held? Oder ist das ein Auftraggeber? Der Captain. In der Nähe wurde ein seht starkes Monster gesichtet. Feuerwichtel. Ah, jo, habe ich schon gemacht. Genau, 150 Coins. Sehr schön, danke. Das hat sich doch mal gelohnt. Dann komm her. Und wieder ein Level up. Sehr geil. Och, läuft das, oder? Wir sind komplett da. Es geht komplett ab. Und ich kann ja stampfen, oder? Ne, Magiegeschoss habe ich. Hatte ich die schon immer? Wahrscheinlich, oder? Hä? Ne, hab ich Schlitzohr. Ach, deswegen vertauscht, weil ich neue Fähigkeiten habe, oder was? Weil ich nicht mehr stampfen habe. Oder? Ist doch so. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ich hatte doch vorher stampfen, klar. So, bam. Und so weiter. Nein. Jawohl. Nun habe ich den Bogen raus. Genau so ist es. So, was ist mit der hier? Neue Eigenschaft Smasher. Erwerbe diese neue Eigenschaft für zukünftige Helden. 50% mehr Schaden bei Gegnern mit vollem LP. Oh, das ist natürlich auch geil. Da kann man die direkt one-hitten, die kleinen Gegner. 50% mehr Schaden bei vollem LP. Oh, alles klar. New Weapon Crossbow. Oh, okay. Cool. Crossbow könnte echt helfen. Da muss ich nicht immer einen Nahkampf. Das wäre, glaube ich, schon mal ganz geil. Jo, das machen wir auch. Schickt mir Gegner. Schickt mir Gegner. Schalalalalala. Oh, und die Crossbow macht, glaube ich, auch richtig Schaden. Oder kann zumindest mal richtig Schaden machen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Was, der Runde? Schaden. Achso. Ja, nochmal, um den Schaden zu erhöhen für 28 Gold. Machen wir, oder? 33 Schaden. Juhu. Wahnsinn. So, das Ding hier kann ich nicht öffnen. Was könnte ich machen? Schlitzohr, nix. Ich kann hier rechts, links hoch. So, Schaden erhöhen hilft natürlich schon, um durchzukommen. Aber jetzt ist gleich Feierabend, bitte. Oh je, was soll ich machen? Nein, nein, nein. Was ist das? Blut des Krieg. Was? Damage increased? Scheiße, ich wollte eigentlich leben. Ich könnte mir, wie gesagt, die Zeichen auch mal merken. Wäre echt eine clevere Sache. Oh, nein. Was ist das? Blitze in zufällige Richtung. Juhu, Level up. Sehr geil, Glück gehabt. Haben wir uns richtig entschieden. Oh, ich will so ein Crossbow. Das könnte echt mal helfen. Oh, da ist der dicke Werwolf. Da ist der dicke Werwolf. Nein, dicker Werwolf. Oh, Mann. So, machen wir erst die Kleinen da weg. Kleinen geht da weg. Nein, ach ja, genau. Da schlägt er zu. Ja, Block. Genau, Tank. Was war denn das? Warum portet der sich? Was denn jetzt? Level up, sehr geil. Hilft. So, der macht keinen Schaden mehr. Und jetzt müssen wir... Jetzt muss ich irgendwas machen. Magiegeschoss. No charges. Tank, mach was. Scheiße. Jawohl, Boss getötet. Und sehr viel Gold mitgenommen. Und ich würde sagen, gehen wir ein Level wieder durch. Ja, komm, warum nicht? Noch ein bisschen Gold mitnehmen und mal noch ein bisschen umgucken. Wir sind ja stärker geworden. Ja, wir one-hitten die Gegner schon fast. Ist ja mal richtig geil. Vielleicht kann ich hier noch irgendwas Sinnvolles freischalten. Nö, Flammen interessieren mich jetzt nicht. Da hinten die Kiste könnte interessant sein, wenn ich mich nicht selbst bei der ganzen Sache umniete. Ja, irgendwie Leben dazu gewonnen. Mit dem haben wir schon geredet. So, hier ist noch ein Alarm, den wir auslösen. Sehr geil. Bei Gegner bringen Gold. Bringt mir Gold und EP, bringt mir Gold und EP, so ist es. So, mit der haben wir ja geredet, ne? Das war ja eine Fähigkeit irgendwas. Ja, genau. War, glaube ich, was Wichtiges, habe ich schon vergessen. Ach du Scheiße. Jo. Jo, ausverkauft, alles klar. So, stirb, Bogenschützer, nicht nerven. Können wir irgendwas machen? Nö. Aber da liegt noch Leben rum. Komm, was ist? Was ist dann? Stirbt! Stirbt, einfach nur stirb, aha, stirbt, der hat so meine Redewendungen, hat er drauf, ist genauso mein IQ, mein Level, so, ui, so, stirbt direkt, jawohl, Level up, ey, wir kommen richtig gut durch, oder, was ist denn jetzt los, jetzt läuft der Laden aber, ui, und weiter geht's, Schlüssel, ui, so, komm, ah, Monster-Ding, ein weiterer sauberer Abschuss, Schluss, wie auch immer, keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ach ja, genau, der Werwolf. Was ist? Hallo. Nein, nein, ich falle. Jo, egal, gehen wir weiter. Nächster Level, Level 4, das verlassene Grab. So, was ist hier los? Neue Fähigkeit, schneller Schlag. Erwerbe diese neue Fähigkeit für zukünftige Helden. Beweg dich sofort zu einem zufälligen sichtbaren Gegner und schläg diesen. Echt? Finde ich auch nicht so super, aber egal, machen wir jetzt mal.
So, hol mal hier die Helden mit, die können nämlich regeln. Helden regelt. Rambo-Mann regelt. Und dann müssten wir eigentlich schon gut durchkommen, oder? Genau, Level up. Juhu. Alter, wie mal abgehen. Und noch ein Magier, das ist hier schon mal direkt hilfreich. Da können die nämlich alle Amok laufen. Und noch ein Schlüssel. Und was haben wir hier noch? Eiszapfen in irgendwelche Richtungen interessiert mich eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir porten uns gerade nach oben. Gucke ich nur mal, was ich so verpasst habe. Jo, einiges. Hier, so, hier kann ich noch ein bisschen durch die Gegend stampfen und machen. So, da war ich anscheinend schon. Jo. Helden sind wieder am Start und schützen mich und so weiter. Sehr geil, Level up. Was geht denn jetzt ab? Jetzt läuft der Laden aber besonders gut, oder? Jo, nochmal eine neue Fähigkeit. Jetzt kommen wir voran. Eisblitz. Erwerbe diese neue Fähigkeit für zukünftige Helden. Feuert einen Eisblitz, welcher durch Blöcke fliegt und Feinde für 2 Sekunden einfriert. Jo. Können wir machen. Eisblitz. Jo, alles klar. Oh, ich glaube, ich habe eine Falle ausgelöst, ohne es zu wissen. Was mache ich da? Keiner weiß es. Was mit dem da? Alarm. Achso, der ruft Verstärkung. Diese kleine Ratte. Okay. Welch Wunder. Wurde ja auch so als Bannerträger angekündigt. Jo, hier gibt es einige Fähigkeiten zum Freischalten. Gut, wir haben kaum mehr Gold, aber egal. Nochmal 110. Erwerbe diese neue Eigenschaft für zukünftige Helden. 10% Chance, kritische Treffer mit doppeltem Schaden zu landen. Auch nicht so schlecht. Kann man auch gebrauchen, sage ich mal. Im Moment hätte ich gern Dodge und kritische Schaden. Das wäre geil. Direkt mal so mit so einem geilen passiven Bonus. Die mag ich ja immer. Vielleicht kann man andere. Da gibt es ja noch diesen Schurken, der dann auch nochmal mehr kritischen Bonus hat. Da hätte man schon 13% oder sowas, was jetzt nicht mega ist, aber es ist ja ein bisschen was. Kann bei Bossen und so weiter helfen, wäre schon mal ganz geil. Und da haben wir den nächsten Helden, der Tank-Helden. Ich würde sagen, wir stampfen mal ein bisschen durch die Gegend. Hui, stampfen. So, boah, der stampft auch. Stampft der auch? Echt, seit wann? Hat er schon immer gestampft? Stampfi? So, bam, befreien, helfen, sehr geil. So, und jetzt haben wir da eine ganze Heldenarmee. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir eigentlich gucken, dass wir so langsam runterkommen. Genau, bei der Boss, dass hier was passieren kann. Hilfe, helft mir. Hallo, helft mir bitte beim Boss. Helft mir bitte beim Boss. Helden, ich habe euch nicht um den Spaß mitgenommen. So, helft mir beim Boss. Habe ich noch Leben? Bisschen. Komm, mach was. Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben. Konso. Oh, Depp. Mann, was war denn das für eine dämliche Aktion? Smokefinger 3. Ist... Death. Jo, nee, hat aber wieder Laune gemacht. Und da würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Bin mal gespannt, jetzt müssten wir doch ein gutes Stück vorankommen. Oh, ich habe nur 50 Gold. Ja gut, aber wenigstens wegen den Eigenschaften. Boah, wie nervig. Oh. Jo, ich freue mich auf den nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao.